Mein Name ist Denise Schwegler. Ich arbeite bei Caritas Schweiz und für Caritas Schweiz arbeite ich auch beim Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz. Wir leisten Präventionsarbeit in Communities, die eben betroffen sind vom Thema. Und in diesem Rahmen treffen wir heute die Kandidatinnen, die bei der Miss Afrika-Wahl 2018 teilnehmen. Thema ist FGM, also weibliche Genitalbeschneidung. Wir schauen, welche Formen gibt es, wo wird es praktiziert, aber auch vor allem, welche sind die Auswirkungen. Und wir möchten, dass die Kandidatinnen diese Information in ihren Communities weiter verbreiten und dass sie dann vielleicht als Gewinnerin von der Miss Afrika-Wahl 2018, dass wir sie auch in der Präventionsarbeit von Caritas Schweiz einbinden können. Wir machen sie auch darauf aufmerksam, dass wir ein Beratungsangebot haben. Man kann sich unter www.mädchenbeschneidung.ch über unsere Kontaktdaten informieren und wir informieren gerne zu Behandlungsmöglichkeiten und zu Hilfsmöglichkeiten, wenn man betroffen ist. Today, as I've learned of FGM, I would like to say to people, let's stop FGM because of tradition and culture. Please let's leave those people to live full persons with all natural and all God gifts. ارسته بذار منشابی خون منشاب کابت آمی گر آتات سلز بزه به بهلاوی نگرات تدفاف اینا عین زوتر تمنتای بتفت راون بنا عمل خیابات نه نبر سلز لنا. Et la mutilation génitale féminine touche mon continent. Donc malgré qu'il soit un sujet tabou, n'ayez pas peur d'en parler, osez en parler, n'ayez pas peur du regard des autres. Et à toi qui a été victime de l'excision, ça ne concerne que toi. Et c'est que toi qui peux changer les choses. Donc, c'est ta vie qui peut être en danger. FGM is against human rights and it should be eliminated in the 20th century. Lomi bizaba, mahanshab kana maru ilna hon, mahanshab kana maru ilna, mahanshab intay goda ay muhanu kana maru ilna. Je voudrais parler de l'excision. C'est un sujet tabou dans notre communauté, mais ça n'empêche pas d'en parler. Comme on dit, prévenir mieux que guérir. Je voudrais parler de l'excision.